Hallo liebe Naturfreunde, heute zeige ich euch eine kreative Möglichkeit, was ihr mit Weinresten noch machen könnt. Wir brauchen dazu einige Blüten einer Duftrose. Geeignet sind hier echte Rosen oder auch Wildrosen. Wir zupfen die Blütenblätter zunächst von den Blütenkelchen ab. Idealerweise pflückt man duftende Blüten morgens und bei Sonnenschein. Aus der Sirupherstellung mit Rosenblüten oder auch Holunderblüten wissen wir ja, dass wir eine Flüssigkeit innerhalb 24 Stunden mit dem Duft von Blüten aromatisieren können. Und genau das machen wir heute einfach mit Rotwein. Auf diese Weise bekommt unser Weinrest aus einer geöffneten Flasche ein neues Aroma und schmeckt dann nach Rosenblüten. Der Vorteil besteht dabei darin, dass wir keinen Zucker benötigen, denn ansonsten könnte man ja dem Wein auch einfach Sirup zusetzen. Wir geben circa eine gehäufte Handvoll dieser Blütenblätter auf circa einen halben Liter Rotwein. Dann lassen wir das Ganze circa 24 Stunden lang ziehen und dann können wir die Blütenblätter wieder herausfiltern. Unser Rotwein hat dann nicht nur seine Farbe verändert, sondern auch das Aroma und den Geschmack. Diese Flüssigkeit kann dann zum Beispiel zur Zubereitung einer Rotweinschorle oder auch für Rotweingelee genutzt werden. Und das war's auch schon wieder für heute mit dieser kurzen Idee. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen!